Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns mal wieder ein Top-Tier-Match an mit den 10er Dickschiffen. Und zwar haben wir einmal den M48 Patton hier im Bild. Dann hat er noch einen IS-4 dabei und einen FV-215B. Also, da ist wirklich einiges an Power dabei. Der Dorbart hat das Ganze eingeschickt. Vielen Dank an der Stelle. Jetzt schauen wir mal, was er hier so reißen wird. Ja, erstmal geht es hier ein bisschen rund. Typisch fürs Moor. Und wir sehen, was hat der Gegner so? Ja, den VK-7201. Auch einige Zehner. Viele Zehner hier im Spiel. Auch die Artis. Zwei Stück auf beiden Seiten. Also Zehner, fast die Hälfte der Teams machen das aus. Achter Panzer, eigentlich nur die Scouts und ansonsten Neuner. Also das ist schon wirklich Power, die wir hier haben. Da sehen wir den ersten Scout. Der tut aber noch nichts wirklich dafür oder dagegen. Und jetzt positioniert er sich hier. Mal schauen, ob er da was bekommt. Aber bis dato ist es hier auch noch sehr ruhig. Da hinten geht der Jagdpanzer auf. Jo, der will auch dann... Oh, der hat sich sofort den 1390 geschnappt, aber das wurde bestraft. Also da hat der Jagdpanzer keinen guten Tausch gemacht, da so runterzufahren. Aber ein bisschen Köpfchen sollte man da einfach beweisen. Weil sonst sieht man, geht es ganz schnell ganz schlecht für einen aus. So, und was macht er hier? Da kriegt auch der 4190 mal einen hinten rein. So, jetzt haben sie hier gut durchgedrückt. Also da haben sie die Seite schnell für sich eingenommen. Das hat nicht lang gedauert. Die werden wahrscheinlich viele da bei dem Kloster sein vom Gegner. Auch die Grille bekommt jetzt gut da mal... Oh ja, auch die Grille war ganz schnell weg jetzt. Eider Witzka, ging das schnell. So, und da Emil E50. Der T54, der gibt da ordentlich Gas. Und jetzt Auto-Aim auf dem Emil. Ja, kein Problem. Der Emil müsste jetzt eh da im Reload sein. Und da kriegt er gleich nochmal vorne einen drauf. Jo. Auto-Aim. Und jetzt nimmt er da erstmal den T30. Macht er jetzt hier sehr clever. Jetzt bekommt er zwar von hinten einen Hit rein. Aber auch, dass er da nochmal den T30 durchschlagen kann. Sehr schön. So, Badshot. Auch hier ist super drauf geaimt, kurz rausgefahren, Hit gegeben und gleich wieder zurück. Sehr schön. So, jetzt kommt die Badshot da weiter vor. Dementsprechend kriegt die Badshot auch da mal gleich einen mit. So, und jetzt nochmal eine. Oh, jetzt muss er aufpassen. Da wurde er gekettet, sofort repariert, dass er auch ja wieder hier wegkommt. So, 6 zu 3 liegen sie vorne. Jetzt muss er aufpassen, hier nicht Schaden kassieren. Ja, alles gut, genauso macht man das. Ist also für einen mittleren Panzer schon ein wirkliches Dickschiff hier. So, jetzt vielleicht dem VK in den Rücken fallen. Allerdings natürlich der T30, wollte gerade sagen, der war auch noch hier. Und da hinten jetzt der EN-100 und jetzt geht er zuerst mal auf den, weil von denen sieht er sozusagen das Popöchen, dann kann er schön in die Seite immer reinholzen. Und jetzt kettet er ihn auch. Da kann er jetzt schön die Damage-Pinata melken. So, nochmal blind einen rüber gesammelt. So, jetzt guckt der IS-7 da ein bisschen vor, aber... Der ist zu weit noch hinten gewesen, da hat er jetzt keinen
Treffer landen können, beziehungsweise keinen Durchschlag. Oh ja, der T-30 prallt da ab. Und jetzt will er den raushaben. Da fährt er jetzt drauf. Vorne der Treffer. So, jetzt seitlich ran. Muss man aufpassen. Da hat er den schnelleren Reload, kann davon profitieren und nimmt den da raus. Der R100 steht da immer noch genauso wie vorher. Sieht so aus, als ob der mittlerweile schon die Segel gestrichen hat und sagt, nee, ich bin in der Garage. T-49 von vorne jetzt. Ein Stück weiter vorfahren, dass er da nicht mehr beschossen werden kann. Und jetzt nochmal auf den R100. Und jetzt ist er gleich raus. Ein Treffer braucht er noch. Und er kann hier das alles für sich beanspruchen. Nein, der IS-4 hat hier da den Kilser geklaut aus seinem Zug. Da gab es bestimmt die ein oder andere Diskussion. Hat sich wahrscheinlich schon gefreut hier über diesen Kill. Und dann gab es ihn doch nicht. Ja, ab und an kommt es anders, als man denkt, gell? So, der VK. Sehr, sehr eindeutiges Spiel, muss man mal sagen. Hat sich am Anfang schon abgezeichnet, weil sie einfach so dominant auf den Seiten waren. Der T-49, der ist zwar wirklich bemüht. Der ist hier ein fleißiger Kleiner. Aber der wird hier auch nichts mehr großartig ausrichten können, um diese Niederlage noch abzuwenden. Jetzt versteckt er sich auch erstmal dahinter. Arti ist auch offen. So, IS-7 auch nicht zu sehen. Der Jagdpanzer erstmal jetzt das Objekt weggebombt. So, und der T-49 bleibt dabei und ärgert weiterhin den Jagdpanzer hier. So. Jetzt den und nochmal rammen, genau, weil jetzt hat er ihn im One-Shot-Bereich. Und da kann er auch den rausnehmen. Ideal. So, und jetzt sind es noch zwei Panzer. Einmal der VK. Da fährt aber sein Kompagnon im IS-4 schon drauf. Und der IS-7. Also da muss es schon mit dem Teufel zugehen, dass hier nochmal was irgendwie passiert. Jetzt ist leider sein IS-4 zerstört worden. Aber das ist ja Gott sei Dank nur halb so wild. So, Emil wurde jetzt auch noch zerstört. Und jetzt zeitlich dran an den IS-4 und damit dürfte er ihn jetzt eigentlich wegmachen. Und jetzt nimmt er den da selbst raus, macht seinen vierten Kill und hat dabei 8151 Schaden gemacht und in 7 Minuten 41 das Ganze absolviert. Also wenn das nicht fleißig ist, weiß ich es auch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir nämlich schon. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.